Unter Grübeln und sich Sorgen machen versteht man, dass man immer und immer wieder über das Gleiche nachdenkt, aber zu keiner Lösung kommt. Ganz im Gegenteil, man kommt nicht weiter und danach ist die Stimmung meistens im Keller. Man ist zum Beispiel angespannt, gereizt, vielleicht sogar traurig. Warum also nicht einfach damit aufhören? Naja, das Problem ist, auch wenn wir manchmal merken, dass das Gedankenkarussell uns nicht gut tut, fällt es uns doch schwer auszusteigen. Das liegt vor allem daran, dass unser Gehirn ständig auf der Suche nach Lösungen ist. Durch die Beschäftigung mit vergangenen Situationen oder auch möglichen Problemen in der Zukunft versucht es uns vor Herausforderungen und Gefahren zu schützen. Also eigentlich was Gutes, oder? Naja, nur wenn wir auch tatsächlich auf konstruktive Lösungsversuche gehen. Wie kann das gehen? Das erfahrt ihr jetzt. Um diese Grenzen wahrzunehmen, kann man sich drei einfache Fragen stellen. Und zwar, erstens, bin ich einer Problemlösung jetzt näher gekommen? Zweitens, habe ich vielleicht das Problem besser verstanden? Oder drittens, bin ich jetzt weniger angespannt oder besser gelaunt? Wenn du dich dabei ertappst, diese Fragen mit Nein zu beantworten, dann ist es tatsächlich an der Zeit, sich aktiv dafür zu entscheiden, die Grübelschleifen zu beenden. Eine erste hilfreiche Strategie kann es sein, zu beobachten, mit welchen Themen wir uns überhaupt beschäftigen. Das bedeutet, welche Herausforderungen machen uns zu schaffen? Welche Fragen bleiben unbeantwortet? Und dazu kann man mal die Gedanken einfach aufschreiben. Manchmal hilft es, die eigenen Gedanken immer morgens und abends auf Papier zu bringen. Andere sortieren lieber dann ihre Gedanken, wenn sie es besonders brauchen. Je nachdem, was besser zu dir passt oder wie du auch die Zeit dafür findest, versuch die ewig kreisenden Gedanken einfach mal auszuformulieren, um genau zu verstehen, worüber du dir eigentlich die ganze Zeit Gedanken machst. Im zweiten Schritt geht es darum, aktiv zu werden. Denn wir geraten ja immer dann ins Grübeln, wenn wir uns mit ungelösten Problemen beschäftigen, wie zum Beispiel unerledigte Aufgaben, ungelöste Konflikte oder schlichtweg, weil wir das Gefühl haben, einfach an zu viele Dinge gleichzeitig denken zu müssen. In solchen Momenten ist es hilfreich, mal systematisch diese Themen abzuarbeiten oder sich tatsächlich eine To-Do-Liste zu erstellen. Dabei kannst du dir die folgenden Fragen stellen und natürlich dir auch gleich die Antworten dazu aufschreiben. Ja, was ist mein Problem oder was ist meine Aufgabe? Was möchte ich erreichen? Welche Möglichkeiten gibt es, mein Ziel zu erreichen? Und welchen Lösungsvorschläge möchte ich dann auch umsetzen? Das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell, um sich das alles zu merken. Und deswegen schau doch einfach mal sehr gerne in unserem Blogartikel nach. Da haben wir all diese Strategien für euch nochmal zusammengefasst. Durch Akzeptanz können wir versuchen, uns mit unseren Sorgen anzufreunden. Im Gegensatz zu den Ratschlägen einiger Ratgeber müssen wir nämlich nicht all unsere negativen Gedanken aus unserem Kopf verbannen. In der Tat ist das ehrlich gesagt wahrscheinlich ungesund und es funktioniert auch einfach nicht. Unsere Gedanken versuchen nämlich schließlich, ja, irgendwie uns auch zu helfen. Sie versuchen uns zu schützen. Wenn wir also Sorgen oder Grübeln in unserem Leben bemerken, müssen wir das nicht unbedingt verurteilen. Wir können es einfach bemerken, ohne uns darin zu verstricken. Indem wir mit unseren unangenehmen oder negativen Gedanken uns anfreunden, lernen wir auch, unsere Gedanken und Gefühle zu akzeptieren. Akzeptanz kann zum Beispiel damit beginnen, offen zu sein für das, was wir fühlen und denken. Wir können dann zu uns sagen, es ist okay, dass ich mich so fühle oder es ist okay, dass ich gerade diesen Gedanken habe.